Für Avia TV Gerd Siegmund und Dirk Thiel vor der Weltmeisterschaft. Nach 16 Jahren wieder Lahti, 2001 Adam Malysz und? Ja, Martin Schmidt. Wer könnte das vergessen? Wer könnte das vergessen? Da habe ich ja drei Magnumflaschen Sekt gewonnen für den Tipp. Bei den Österreichern, oder besser gesagt in der Mannschaft waren es die Österreicher, unter anderem noch mit Stefan Horngacher, der jetzt der Trainer der Polen. Aber auf der kleinen, ne? Ja. Auf der kleinen Anlage. Ja. Und wir versuchen jetzt mal einen Blick zurück und vorauszuwerfen. 2001, da waren die Finnen eigentlich noch richtig im Saft. Janne Ahonen, zweimal Silber, einmal Bronze. Und Gerd, wer war noch dabei, der jetzt auch springt in Lahti? Naja, du kannst nicht gewesen sein, denn du bist ja nicht dabei. Logisch, der allseits bekannte und beliebte Noyaki Kasai und natürlich Werker. Kann das noch gewesen sein? Jakub Janda. Bravo. Mhm. So, und dann ging das natürlich noch eine ganze Weile gut mit den Finnen. Janne Ahonen hatte ja 2000 in Lahti gewonnen. 2004 war es Matti Hautamäki, dann noch Janne Harponen und dann war Schluss. Dann passiert nichts mehr. So, und jetzt fragen sich viele, Gerd, wie konnte das geschehen, dass die Finnen so abgebaut haben? Ich glaube, sie sind Opfer der Weltmeisterschaft 2001 geworden, und zwar durch die Langläufer. Das Mülilä, Mark, Harri Kirvesniemi. Durchaus. Und dann sind die Sponsoren von der Fahne gegangen. Und dann wurde es eng. Und dann haben sie noch einen großen Fehler gemacht, was den Nachwuchs angeht. Ja, das würde jetzt vielleicht schon eine Sendung dauern, um das alles aufzuarbeiten. Aber um das mal, glaube ich, kurz zusammenzufassen. Das spielt mit Sicherheit mit rein. Also es waren riesen Weltmeisterschaften, bis dann eben von den Dopingüberführungen alles überschattet worden ist. Aber trotzdem bin ich der Meinung, ohne dass ich jetzt in Finnland lebe und so weiter, hätte man sich da schon ein bisschen frei machen können und auch sollen und auch müssen. Aber das müssen die Verantwortlichen in Finnland alles auch mitentscheiden. Trotzdem hat mir auch ein Trainer, der jetzt in der Türkei beschäftigt ist, oder auch der Janne Vetäinen, der in Japan ist, der Nori sein Heimtrainer ist, immer wieder gesagt, es fehlt an Chancen, zusammengebrochen, fast alles zusammengebrochen, und dann fehlt es an Trainern. Also es ist gar nicht mal das Problem, dass sie genügend Kinder bekommen für das Skispringen. Nur sie haben nicht genügend Manpower, nicht genügend Leute, die Kinder beim Skispringen zu halten. Also sie sind da und dann gehen sie wieder natürlich zum Eishockey, sehr beliebt in Finnland, und Fußball auf der ganzen Welt beliebt, und zu anderen Sportarten oder suchen sich andere Freizeitbeschäftigungen. Das ist aus meiner Sicht das größte Problem. A, fehlende Chancen. B, keine Trainerinfrastruktur. Wir wollen nicht unken, Propheten sind wir auch nicht, aber bei fehlenden Leistungen, ob dann die Fans an die Schanzen pilgern, das werden wir sehen. Ich fürchte, beim Skispringen wird es vielleicht ein bisschen düster aussehen. Nein, da würde ich mich jetzt mal weit raushängen aus dem Fenster, aus dem Berühmten. Das wird nicht düster aussehen, denn es sind Weltmeisterschaften, Dirk. Wenn es ein normaler Weltcup gewesen wäre, so wie wir es letztes Jahr erlebt haben, da sah es wirklich düster aus. Aber es sind Weltmeisterschaften, es kommen Fans aus Deutschland, aus Norwegen, aus Schweden. Na gut, die kommen jetzt nicht wegen dem Skispringen dahin, wie wir in Falun gesehen haben. Ja, ja. Aber trotzdem ist die Stadt ganz anders bevölkert als zu einem normalen Weltcup. Und wenn man schon mal da ist, dann wird man sicherlich auch zum Skispringen gehen. Auch von den großen Nationen werden dort einige Fans sich sicherlich alles angucken. Es ist natürlich Bewegung in der Szene. Die beiden Titelverteidiger im Einzelspringen sind von Falun sind nicht mehr am Start. Rune Welter hat aufgehört und Severin Freund ist leider verletzt ausgefallen. Das heißt also, neue Gesichter werden sich in den Vordergrund schieben. Darüber wird zu reden sein. Das werden mit Sicherheit bekannte Gesichter sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer wie Phönix aus der Asche kommt und den anderen den Daumen zeigt. Schwer vorstellbar. Von der Papierform her bin ich 100% bei dir. Also irgendwie streiten wir ganz wenig in letzter Zeit. Ne? Ah, kommt schon noch. Aber wenn es, also ich bin bei dir, aus meiner Sicht gibt es keinen Außenseiter-Weltmeister. Den wird es nicht geben, weder auf der kleinen noch auf der großen. Außer der Wind. Der Wind spielt eine massive Rolle. Ich habe heute schon die ersten Telefonate auch geführt und gelesen. Willi Denefel hat es treffend gesagt. Heute auch, wie immer, lacht die.
tolle präparierte Chance. Blauer Himmel, Sonnenschein und der Wind ist auch da. Also das wird uns wahrscheinlich auch beschäftigen zu den Weltmeisterschaften. Trotzdem haben wir auch gesehen in Korea zu den Olympischen Spielen zur Probe. Dieses Jahr war auch Wind, aber die Besten haben sich trotzdem durchgesetzt. Und deshalb gehe ich von aus, es geht Andi Wellinger, Stefan Kraft. Ja, ganz sicher. Heiböck hat im letzten Weltcup zweimal gewonnen. Ja. Der ist nicht ganz fit, wer weiß. Ja, aber die Chance kennt er. Ja. Und das ist sicherlich auch ein Zeichen. Also ich glaube nicht, dass ein Außenseiter gewinnt. Das wären die Namen, die in den Top 6 sind. Und Peter Breutz mit dazu nehmen. Logisch. Alle anderen aus meiner Sicht keine Chance. Gibt vielleicht noch einen kleinen Unterschied zu den Schanzen in Südkorea. Die sind sehr günstig gebaut. Also es gab ja Sturmböen, aber die Normalschanze war relativ geschützt. Und in Lahti stehen sie eigentlich wie die Soldaten nebeneinander und sind windanfällig. Ja, das stimmt schon, aber es kommt immer auf die Richtung an. Das ist in Lahti genau nichts anderes als überall auf der Welt. Wenn in Korea der Wind von vorn kommt, dann nützt dir die beste Windschutzanlage nicht. Aber auch da hat man investiert. Also auch auf der großen Anlage ist das Windnetz bis ganz hoch gezogen und geht da vorbei. Auch die Anlage von hinten ist auch die kleine, ist massiv geschützt worden. Da hat man schon auch in den letzten Jahren sehr viel investiert. Es ist auf beiden Anlagen eine Kunsteisspur drauf, auch ganz wichtig. Also dass es, falls es mal wärmer werden würde, dass alles stabil ist und da kann auch nichts rausbrechen. Wie man gehört hat, soll ja auch aus einer Kunsteisspur was rausbrechen, halte ich ein bisschen schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Und deshalb sind die auch ein bisschen modernisiert, wenn wir von 2001 reden. Die sehen genauso aus, die Schanzen, aber sie sind vom Profil her ein bisschen umgebaut worden. Gerade die kleine ist etwas massiv umgebaut worden. Von der Flugbahn her geht sie noch höher als die andere, als die alte. Und die Großschanze ist also auch vom Vorbau ein bisschen hochgezogen worden, neue Anlaufspur draufgelegt worden. Aber die Athleten kennen sie alle aus dem letzten Jahr oder letzten Jahren. Okay, wir werden uns im Einzelnen noch mit den Mannschaften beschäftigen, auch mit unseren Prognosen. Also, im Hauptfilm eine Prognose will ich jetzt schon noch hören. Na bitte. Weltmeister kleine Schanze. Stoch. Weltmeister große Schanze. Stoch. Teamweltmeister. Oh, hast du jetzt den Stopp zum Doppelweltmeister gemacht? Habe ich. Okay, Deutschland. Und Mixteam? Deutschland. Naja, dann gibt es ja nicht so viel für die anderen mehr zu holen. Gut, das war der Tipp von Dirk Thiele. Ja, und wir beenden das Gespräch. Nee. So gehst du mir nicht von der Fahne. So nicht, mein lieber Sigmund hier. Also, kleine Chance, Andreas Wellinger, Weltmeister. Große Chance, Stefan Kraft, Weltmeister. Team bin ich bei dir bei Deutschland und auf der kleinen Schanze, Mixteam bin ich auch bei Deutschland. Ich fürchte, du hast irgendwo recht, vor allen Dingen mit Stefan Kraft. Aber okay, ich hab's gesagt, Schluss, aus. Ende.